Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich über Ihr Interesse an der Malerei. Unter dem Titel QWI NRW zeigen wir in loser Folge Videos über Kunst in Nordrhein-Westfalen. In der heutigen Ausgabe betrachten wir die Kuckuckmaler Peter Kempf und Rainer Hillebrand im Kuckuckhaus in Kleve. Gleich werden wir mit dem Maler Peter Kempf ein Interview führen, der hier gerade mit seinem Fahrzeug vor dem Kuckuckhaus eintrifft. Peter Kempf hat schon vor vielen Jahren seine Liebe zu dem Maler Barend Cornelis Kuckuck entdeckt. Während des Interviews zeigen wir Gemälde, die der Maler Peter Kempf erstellt hat. Peter, wie bist du zur Malerei gekommen? In der Malerei bin ich ein reiner Autodidakt. Ab 1989 intensive Widmung in der Feinmalerei mit Ölfarben. Auf der Suche nach einem für mich geeigneten Lehrmeister in der Malerei wurde ich in der Stadt Kleve fündig. Wie bist du denn auf Barend Cornelis Kuckuck aufmerksam geworden? Es war die Ausstellung Prinz der Landschaftsmaler im Museum Haus Kuckuck 1997. Ich habe meinen Lehrmeister gefunden. Weile habe ich zahlreiche Werke frei nach Barend Cornelis Kuckuck in Miniatur und Großformatik gemalt. Was bedeutet denn dann für dich die Ausstellung hier im Kuckuckhaus? Ich bin stolz, dass ich mit meinem Malerfreund Rainer Hillebrand aus Bochum hier im Museum Haus Kuckuck unser Werk präsentieren kann. Peter, vielen Dank für die kurzen Informationen. Was ist dir denn zum Schluss des Interviews noch wichtig? Ein Dank besonders an die Leitung des Hauses, Frau Geiselbrecht, für Ihre Unterstützung. Während ihrer Ausstellung im Kuckuckhaus haben die Kuckuckmaler Peter Kempf und Rainer Hillebrand an neuen Kompositionen gearbeitet. Die folgenden Sequenzen zeigen uns ein wenig von der Arbeitsweise, die von der Unterzeichnung und Untermalung bis hin zum fertigen Gemälde führt. In Vorbereitung auf die Ausstellung war an dem hier gezeigten Gemälde bereits 2 Wochen gearbeitet worden. In der wunderschönen Umgebung des Kuckuckhauses und im Rahmen der Sonderausstellung des Malers Cornelis Lieste war es natürlich für den Künstler besonders inspirierend, an seinem Gemälde weiterzuarbeiten. In mehreren Farbschichten entstehen so in jedem Bildbereich neue Details an dem Gesamtwerk. Nach Abschluss der Malvorführung im Haus Kuckuck verging im Atelier des Malers noch einmal eine ganze Woche, bis das fertige Gemälde dann zur Verfügung stand. Das Ergebnis sehen wir hier. Zur Ausstellung haben die beiden Maler einen 26 Seiten umfassenden Katalog zusammengestellt. Dieser ist auf Anfrage verfügbar. Das Kuckuckhaus gehörte im 19. Jahrhundert dem berühmten holländischen Maler und Prinzen der Landschaftsmalerei Barend Cornelis Kuckuck. Barend Cornelis Kuckuck wurde 1803 in Middelburg geboren, der Hauptstadt der niederländischen Provinz Zeeland. Früh bekam er Unterricht an der örtlichen Zeichenschule und bei seinem Vater, Johannes Hermanus Kuckuck, der wie viele andere Mitglieder der Familie ein anerkannter Maler war. Bereits ab dem 17. Lebensjahr nahm er regelmäßig an Ausstellungen teil.
Durch ein Stipendium des holländischen Königs konnte der junge talentierte Maler an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste in Amsterdam studieren. Anfänglich musste er dort die Werke alter Meister kopieren, ergänzte diese Stücke aber mit eigenhändig eingeführten Staffagefiguren. Seine ersten gemalten Landschaften entstanden 1823. 1831 wurde er Ehrenmitglied einer Künstlervereinigung in Rotterdam und 1832 Mitglied der anerkannten Amsterdamer Akademie. 1833 heiratete er die Tochter seines langjährigen Lehrmeisters und Freundes Jean-Augustin de Wey. Sie schenkte ihm 5 Töchter. In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts erreichte der Maler schließlich den Höhepunkt seines Ruhmes. Auf seine vielen Ehrungen folgten Aufträge der großen Persönlichkeiten seiner Zeit, wie Zar Alexander II. Von Russland oder König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts war der holländische Maler Cornelis Liste im Haus Kuckuck zu Gast. Seine Gemälde sind im Kuckuckhaus in einer Sonderausstellung noch bis zum 19. Juni zu sehen. In den Jahren 1846 bis 1848 entstehen Kuckucks wichtigste Gemälde. Ein 9-teiliger Zyklus von großen Landschaftsbildern, die der holländische König Wilhelm II. Während einer Reise mit ihm nach Luxemburg in Auftrag gegeben hat. Im November 1859 erlitt er einen schweren Schlaganfall, der das Ende seiner Laufbahn als Künstler bedeutete. 1862 verstarb Barend Cornelis Kuckuck in seiner geliebten Stadt Kleve. Weit über die Grenzen seiner Heimatstadt hinweg trauerte man um das Genie der romantischen Landschaftsmalerei. Noch heute wird den Gemälden und Zeichnungen des Prinzen der Landschaftsmalerei, wie er auch oft genannt wird, große Anerkennung und internationale Beachtung zuteil. Dies bringt uns zum Ende unseres Berichts. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie werden bei nächster Gelegenheit wieder zuschauen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.